Und damit ein weiteres Aloha. Aber diesmal nicht zu Minecraft oder irgendeinem anderen Spiel, nein, diesmal zu Portal 2. Ja, willkommen bei Portal 2. Das ist so das kleine Infovideo. Wir werden das zocken, beziehungsweise ich werde es zocken mit euch. Die ganze Story natürlich durch und vielleicht danach noch, wenn ich jemanden finde, der es auch hat, werde ich mit dem Koop zusammen zocken. Wird bestimmt lustig. So als kleine Info, ich werde das wahrscheinlich immer am Wochenende rausbringen, also Samstag, Sonntag auf jeden Fall. Und Freitag, wenn ich genug Folgen habe, auch. Mittwoch wird der Minecraft-Tag, also da machen wir mittwochs immer Minecraft. Und wenn ich mit meinem Kumpel noch ein Let's Play Together mache, werden die Let's Play Togethers immer Montag rauskommen. Genau, das war's eigentlich sogar zu den Infos. Aber wir können uns ja gerne noch den Trailer reinziehen. Ja, komm, wir ziehen uns noch den Anfang rein. Also machen wir ein neues Spiel. Ihr dürft jetzt den Anfang sehen. Also natürlich hier in der Ladesequenz geht die FPS-Zahl ordentlich runter. Aber im Spiel geht's eigentlich. So, wenn er dann den neuen Teil lädt, dann zieht sich das zusammen. An der FPS-Zahl. Der Trailer geht, glaube ich, so 2-3 Minuten. Und da beginnen wir. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ja, sehr schön. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ins Bett. Und da legen wir uns auch schon wieder schlafen. Ach, guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, hallo? Dass alle jemand da drin? Das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Alle Tests. Du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, ja, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Ich kann mich gar nicht festhalten. Leute. Oh, wow. Alles klar mit dir da unten? Ja, klar. Hallo? Ich höre dich, ja. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Ja. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Und damit beenden wir den Trailer. Also, bis bald, Leute. Viel Spaß.